Sind wir fertig? Sonst trinke ich aus. Prost! Servus, da ist der Hirs wieder vom Hofbräuhaus Traunstein. Ja, ich habe jetzt hergerichtet für die 5. Folge der Braumeister verzapft. Sitze jetzt gerade ganz alleine im Maxi-Stübel bei einem frisch gekühlten 033er L. Wunderbar. Und diesmal habe ich mir auch wieder Gedanken gemacht für euch und habe ein bisschen in der Biergeschichte gewühlt und bin auf ganz interessante Geschichten gekommen, die wahrscheinlich die größten Bierfans von euch noch nicht einmal wissen. Sozusagen 5 verschiedene Fun Facts, wie man heute sagt, über das Bier. Lasst euch überraschen. Bier ist ja schon sehr, sehr alt. Also Bier gibt es, was man jetzt weiß, schon ja, bis zu 10.000 Jahre. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr altes Getränk. Jetzt hat man gerade im Februar diesen Jahres hat man in Ägypten die älteste Großbrauerei der Welt gefunden. 3000 vor Christus war das. Beim Pyramidenbau in Gizeh, da war es dann so, 500 Jahre später, sprich 2500 vor Christus, dass da jeder von den Arbeitern schon 4 Liter Haustrunk am Tag gekriegt hat. Was aber wahrscheinlich auch gescheiter war, weil das Nilwasser wird jetzt nicht direkt besser gewesen sein als das damalige Bier. Und so haben die einen Haufen Kraft gehabt und das, was entstanden ist, das lässt sich ja heute noch sehen. Jawohl, dann gehen wir gleich weiter und wir bleiben aber in Ägypten, weil damals in Ägypten war es tatsächlich auch so, dass Bierbrauen absolute Frauensache war. Die Männer hatten damals eigentlich gar nichts damit zu tun mit dem Bierbrauen. Es gab sogar eine eigene Gottheit dafür, die Tienemit, die Gottheit für die Schöpfung und das Bier, und die hat darüber gewacht, dass da immer eben guter Gerstensaft zur Verfügung gestanden ist. Bei uns in Deutschland war es sehr, sehr ähnlich. Also bis ins Mittelalter hinein war Bierbrauen Frauensache. Und die waren natürlich sehr, sehr fleißig und war damals höchstwahrscheinlich auch nicht anders, wenn die fertig waren abends mit dem Biersirn. Dann haben sie die auf ein frisches Feierabendbier getroffen bei ihrem Bierkränzchen. War quasi der Vorgänger vom heutigen Stammtisch. Ja, und dann machen wir einen etwas größeren Sprung und gehen in das Amerika des 18. Jahrhunderts. George Washington, einer der Gründerväter der USA, das war ein erfahrener Braumeister. Ja, und was hat er gemacht? Er ist hergegangen, als er der Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee geworden ist und hat jedem Soldaten zusätzlich zu seiner täglichen Essensration fast eine Masse Bier noch mit dazu gegeben, damit die Kraft haben. Ja, und kurz darauf war es dann tatsächlich soweit. Die USA sind gegründet worden. Ja, und das war ganze 164 Jahre nach unserer Brauereigründung hier in der Hofgasse. Auf alle Fälle, George Washington, sein Bierrezept ist heute noch zu finden in einer New Yorker Bibliothek. Und er ist ja dann als Braumeister auch gleich Präsident geworden. Dann springen wir schon zu uns nach Deutschland, und zwar ins 19. Jahrhundert. Bier war das erste Transportgut der Eisenbahn damals. Die Ludwigseisenbahn, die ist von Nürnberg nach Fürth gefahren. Und damals ist ein Brauer hergegangen in Nürnberg und hat gesagt, mir ist es wichtig, dass da unser Wirt in Fürth ein frisches Bier hat. Und hat 2 Holzfasel mitgegeben. Zahlt hat er jeweils 6 Kreuzer für seine Holzfasel. Gefahren sind sie in der 3. Klasse und der Wirt in Fürth, der hat sich fürchterlich gefreut und hat sofort ausgeschenkt an seine Leute. Holzfass, wisst ihr ja, beim Hofbräuhaus Traunstein gibt es nach wie vor im Original Eichenholzfass. Dazu gab es ja auch schon mal eine Folge der Braumeister verzapft. Aber jetzt hat sich etabliert bei allen Wirten eigentlich unser Keckfass. Ja, das ist ein Mehrwegfass mit Edelstahlblase, wo das Bier absolut hygienisch abgefüllt werden kann. Und ja, in den 80er Jahren hat man das schon angefangen mit den Keckfässern. Und wir als Hofbräuhaus Traunstein haben damals eine Weltpremiere geleistet. Und zwar haben wir uns getraut, ein Weißbier auch im Keckfass abzufüllen. Damals gab es einen riesen Aufschrei bei den bayerischen Großbrauereien, wie man sowas machen kann. Es war davor üblich, nur Weißbier in Flaschen abzufüllen. Wir haben es uns getraut und ja, ihr seht es ja, heute ist das gang und gäbe. Weißbier im Fass ist keine Seltenheit mehr. Und das feiern wir natürlich auch bei uns mit unseren Weißbier-Spezialeditionen. Ganz tolles Spezialweizen, das es nur im Fass gibt, nur in der Gastronomie gibt. Und das steht jetzt zufällig vor mir und deswegen trinke ich da gleich mit raus. Prost! Prost!